So, liebe Leute, heute geht's weiter mit unserer FIFA-Karriere und wir spielen heute aus zu Hause mal wieder. Ja, nach den ganzen Auswärtsspielen vier in den letzten 5 Tagen geht's heute mit dem Heimspiel weiter und zwar gegen den VfL Wolfsburg. Wir gucken können Tabellenführer. Wir haben das letzte Spiel gewonnen. Wir haben in München gewonnen tatsächlich mit 2-1. Wir haben in Dortmund gewonnen mit 3-2. Also, ja, die Konkurrenz mehr oder weniger. Wir waren auch mal zwischenzeitlich um 4 und 5 und 6. Aber haben uns dann hochgearbeitet, haben die letzten Spiele gewonnen, außer das Spiel gegen Stuttgart. Da haben wir ja nur 3-3 gespielt, allerdings mit ein bisschen Rotation, weil wir vor dem Bayern-Spiel ein paar Spieler schonen wollten. Das wird heute nicht passieren. Jetzt geht's weiter auf jeden Fall mit Spieltag Nummer 26 in unserer dritten Saison. Und ja, weiter geht's heute. Ja, klar, gegen Wolfsburg natürlich. Mal wieder ein Heimspiel auf jeden Fall. Und danach geht's dann schon wieder auswärts, oder? Fragezeichen. Aber jetzt haben wir erstmal Heimspiel. Da ist natürlich ein Heimspiel gegen Frankfurt, wäre der nächste Gegner danach. Okay. Na dann. Dann gehen wir rein ins Match. Jo. Gut. Ja, Hinspiel in Wolfsburg haben wir, glaube ich, gewonnen. 4-1 oder so, glaube ich, war das. Also können wir dem Gegner die nächste Niederlage hinzufügen. Aber wie gesagt, natürlich sind wir gewarnt. So, mal einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. Und dann geht's los. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Er ist der Topscorer der Liga, aber kann er auch heute wieder glänzen? Kann er uns auch heute wieder begeistern? Wir werden es erleben. Live. Ja gut, das letzte Spiel hat er ja getroffen in München, Liebe da hat er Fußballfreunde, das ich 2-1 begrüße Sie sehr gemacht. herzlich zu unserem heutigen Spiel. Es ist leider ein ziemlich verregnetes Spiel. Es ist ein nasser Tag. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Und ich glaube, das wird sehr interessant. Alle wissen, hier ist eine Menge drin in dieser Partie. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. So. Ja, wie gesagt, Spieltag Nummer 26. Noch 9 Spiele, dann haben wir die Saison durch. Klar, wir wollen natürlich. Obwohl international, das wird nächste Saison wahrscheinlich auch nicht werden. Wie gesagt, nächstes Jahr wäre in der Champions League oder halt noch die Europa League. Aber wir haben 10 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Also, es sieht Richtung Champions League aus. Und das in Bayreuth. Ob er mit dabei ist, wissen wir noch nicht. Ob Albiol mit dabei ist, wissen wir noch nicht. Das sind zwei Spieler, die mittlerweile über 30 sind oder weit über 30 sind. Albiol ist 39, Aubameyang ist 35. Ob die nächste Saison noch dabei sind, wissen wir noch nicht. Wir gucken, was finanziell drin ist für neuen Stürmer. Ich habe da so eine Idee, aber mal gucken, ob er überhaupt finanzierbar ist. Mein Ziel ist es, mit diesem Verein alle Titel zu holen. So. Die Wolfsburger wollen jetzt auch noch mal sich einschwören. Und wie gesagt, wir treffen heute Heimspiel mal wieder das zweite erste überhaupt in der letzten Zeit. Wie gesagt, wir haben 4 in den letzten 5 Tagen gehabt. Das Bayern-Spiel habe ich noch mit aufgenommen. Jetzt ist quasi wieder eine neue Aufnahmesession. Und dann gehen wir mal rein ins Match. Auf Das geht's. Spiel beginnt. Damit war ein bisschen was zu tun haben. Nee. Und, ah ne, der könnte ein bisschen lang werden. Doch, dieser passt doch, gerade ist auf Sterne. Ah, schade. Erste Annäherung. Pogacic, pass gut auf. So, die Schiedsrichterin gibt den Oh, ist Freistoß gefreischt, und das wird. das ist natürlich eine sehr gefährliche Position. Na, Sterne, Fragezeichen, darf er heute mal wieder? So, Sterner ist ein Rechtsfuß. Aber den geht Super vorbei. Freistoß, aber kein Tor, da ärgern Sie sich. Das wäre ein klasse Tor gewesen. Die Idee war gut. Die Umsetzung eher, naja. Papa. Pogacic. Ich glaube, das war ein Handspiel auch vor dem Die Freistoß, damit. große Überraschung dieser Saison, das sind aus meiner Sicht bislang die Gastgeber.
Ja, und vor allem haben sie das durchgehalten. Sie haben Konstanz gezeigt. Ja, Pasic. Ohne stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Ball gewinnen. Unnötig eigentlich. Damit. Ah, Günther. Macht der Fehler erstmal wieder gut. Philipp Kostic. Ich sehe gerade keine Namen unten, deswegen weiß ich jetzt nicht gerade, wer Kostic. Wo auswählt. Ich weiß nicht, meine Nummer, aber keine. Nur dieser eher harmlose erstmal. Schuss dabei rum, keine Probleme. Ja, jetzt ist der Ball über Sterner. Viel Platz jetzt auf außen. Chance zur Führung. Und Kostic mit einer super Parade. Der Befreiungsschlag. Sie müssen aufpassen. Ah, der war nicht schlecht, der im Move. Vorteil wird gelb gehen. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Aber dann Fischer, Ex-Wolfsburger, vor der Saison vom VfL verpflichtet. Und der Ball wartet da unten auf Fischer. Nimmt Sterner mit. Hereingabe in die Mitte. Ach, der ist zu weit. Er ist da und hat den Ball. Perry. Fischer. Ah, Falbe. Hängen geblieben an Kostic. Aber er holt sich den wieder. Und will ihn dann eigentlich. Alles richtig gemacht. Das ist Fischer. Will ihn dann eigentlich ausspielen auf Sterner, aber macht es nicht. Ja, macht Kostic. Er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Gute Aktion. Sie haben den Ball. Vielversprechender Steilpass. Und nächste gute Chance vom VfL. Aber abseits, oder? Nee. Kein Abseits. Was? So, aber es wird mit der guten Chance. Flanke kommt. Nächste gute Situation. Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Eine Ecke hat gegen den Bayern zum Sieg verholfen. Deswegen sind wir halt 5 Punkte jetzt vorne weg. Erstmal. Und es sind jetzt, wie gesagt, mit diesem, ohne dieses Spiel nicht noch 8. Oder mit diesem Spiel noch 9 Spiele. Können wir tatsächlich im Durchmarsch von der dritten Liga aus zumindest die Ligen erstmal gewinnen. Der Pokal fehlt es noch. Und da fehlt uns der Supercup. Könnten wir aber diese bzw. nächste Saison schon abhaken. Aber wie gesagt, noch ist es nicht. Oder darf es fach. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Pavard. Kostic. Also so wirklich zwingend ist es halt bisher noch nicht. Wie gesagt, die eine Situation hatten wir. In den freien Raum. Klasse gespielt. Und guter Steilpass. Das war viel zu überhastet. Castells bleibt Sieger in diesem Duell. Klasse gehalten. Das war viel zu schnell und viel zu überhastet. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Die Ecke kann er abwehren. Eine Verletzung von Pongracic. Okay. Günther. Ja, sollten wir wirklich nichts, sondern wirklich Champions League spielen, brauchen wir auf jeden Fall nochmal Verpflichtung. Und ich, wie gesagt, ich habe einen Stürmer auf dem Schirm. So ein bisschen im Gedankenspiel, den ich gerne holen würde. Williams. Die Frage ist halt, ob es überhaupt möglich wäre und finanzierbar wäre. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Oder beziehungsweise ich habe 2 Spiele auf dem Schirm. 60 Sekunden gibt's. Aber darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken, ich spiele die Saison zu Ende, weil Ulrich jetzt erstmal über die Seite geht. Ball kommt zu Nazi. Und zur Pause. Da hören wir den Ball. 0-0. Der erste Durchgang ist vorbei. So, weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2, während Bielefeld gegen die Hertha führt. Noch ist es aber zwei bisschen sehr überhastete Abschlüsse von Novo und von Aubameyang. Aber mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ja, gut, geht dazwischen gegangen von Novo. Wir geben kurz ab ans Studio. Und den kriegt er doch noch. Jetzt die Chance zum Führungstor. Und jetzt ist das halt so. Ball noch im Spiel, natürlich. Mit ein bisschen Glück. Ball ist drin, der erste Versuch. Also, Aubameyang. Das ist dann zu stark. Nachschuss, Tor. So kann man doch mal in den zweiten Halbzeit starten. Pierre-Emerick Aubameyang 1-0 für Bayreuth. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und Glück gehabt. Fecht, dass der Ball bisschen Duse gehabt. Zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. Ja, der Praller. Kannst du jetzt kommen 0,0 hin.
Der Verteidiger genauso wenig. Aubameyang macht Tor Nummer 21. Dabei war er aus, vor der Saison auch außen vor. Die ersten zwei, drei Spiele. Wolfsburg und trifft jetzt, wie er will. Der Ball rollt wieder. Diese aber der Fehler kam halt von Wolfsburg. RB Leipzig macht also das Tor. Sie führen nun mit 1:0. So, das habe ich jetzt gerade gar nicht mitgeschnitten. Setzt das einen Sprint an, kommt er durch. Wäre schön gewesen, wenn er mir gesagt hätte, gegen wen, wenn sie nämlich gegen die Bayern führen. Ja, nächste Gegner Frankfurt, das habe ich ja schon eingangs der Folge gesagt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Menasse. Ah. Ja, das gibt Einwurf. Sie wechseln jetzt. So. Und wieder ein... Menasse. Nein, diesmal nicht. Machen Sie jetzt gut. Aber überhaupt, das war vor dem Tor war immer diese Ballerung von Novoa, der da im Mittelfeld den Ball holt und dann durchmarschiert. Torgefahr kam bei diesem Ball natürlich nicht auf. Und Schaffelins bleibt da dran. Heute holen sie bislang einfach zu wenig Chancen raus und wenn man vor dem Tor so ungefähr. So, das könnte ist, jetzt nochmal eine Karte, vielleicht eine Karte geben. Novoa. Erstmal aufpassen, Angriff läuft. Flanke für Aubameyang. Nee. Gut mitgespielt vom Deutschen. Kassiert, fängt den Ball an. Aber die gute Idee. Im Parallelspiel gab es Elfmeter. Ich gebe ab ins Studio. Es gab Elfmeter für RB Leipzig, aber sie haben ihn vergeben. Der Torhüter ahnt die Ecke und dann hält er den Ball. Es steht also weiterhin 1:0. Gespielt sind hier 64 Minuten. Gegen Mainz, Dank, okay. Danke für die Information. Frühe stören, da musst du erstmal gegen ankommen. Und Ball gewinnen. Der Wolfsburg ist überhaupt gar nichts zwingend dabei. Wieder so ein Schüsschen aus der Distanz, nur nichts wirklich Überragendes, nichts wirklich Gutes. Piri. Kein Abseits. Das ist natürlich ein guter Pass. 2-0. Super Tor. Er macht das Ding mit einem Flugkopfball. Verdient. Boah. 0-2. Ja, mit jedem Sieg wächst die Wahrscheinlichkeit, dass wir Meister werden. Und dann dieser Kopfball, schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. Keine Chance für Castillo, der geht schön oben in den Knick rein. So, jetzt können wir ein bisschen wechseln, weil wir haben ja da hinten auch einen gelb vorbelasteten Spieler, den ich gerne mal rausnehmen würde, bis vorher der mir gelb-rot vom Platz fliegt. Machen wir doch auch glatt. Dann wechseln wir nämlich Rote ein, der kann nämlich hinten links auch verteidigen. So. Abraham... Bringen wir mal neue, zwei neue Angreifer. So, bringen wir noch. Wechseln wir mal ein bisschen durch. Vier neue. So, beide schon mal haben ihre Tore gemacht. Hier steht es 2:0. Sieht und jetzt alles dürfen sich Abraham und Cedric Teuchert bewerten. Aber die hätten wir ja auch noch zwei Alternative. Also, wie gesagt, mal schauen, was passiert. So, Vorfall nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. So, einer wollte gerade sagen, da war doch irgendwo eine gelbe Karte für Wolfsburg. Flanke kommt rein. Und Glücker für den VfL Wolfsburg hier nicht die Entscheidung zu machen. Teuchert wäre es gewesen. Gelb mit der guten Chance auf das 3-0. Matthias Swanberg. Aber noch leider nichts. In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Oh nein. Er ist frei, da kann was draus werden. Boah, hab dich. Das war wirklich in ja, das war doch alles so gut. Klasse geklärt. Weil 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ja, da gibt es gute Anspielstationen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Abseits. Schade. Abseits, aber die Idee war gut. Sicher nicht jeder so gesehen. Jetzt wird hier das war aber, glaube ich, klar. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Die machen das alles richtig gut hier. Führen mit zwei Toren und so stark, wie sie vor allem auch taktisch sind, denke ich, bringen sie das über. So, es gibt auch mal Geld für Staffelidis. Die Aktion, wie ich finde, war ein gefährlicher Angriff. Ja, Flanke kommt kurz. Aber da habe ich gar nichts zu diskutieren. Die Flanke holt er sich. Und deswegen habe ich Schüchter runtergenommen, weil der wäre mit der Grätsche nämlich runter gewesen vom Platz. 4 Minuten sind noch zu absolvieren. Und Teuchert. So, Teuchert. Chance. Vielleicht jetzt. Die Gelegenheit. Schnell darum. 3-0. Ende.
Daran zweifelt hier jetzt keiner mehr. Sie führen deutlich, haben ja alles im Griff. Ein Blitz, sauberer Konter. Wolfsburg verschießt den Freistoß. Und hier kommt die Wiederholung. Wir konnten das einfach mal kurz durch aus. Über Teuchert. Der sagt dann, komm, ich laufe mal quer. Ich spiele quer. Da stehen dann quasi mehr oder weniger zwei, weil Abraham noch weggeht. Und dann ist es das 0-3 hier. Nach 89 Minuten. Wir haben es, glaube ich, unter Dach und Fach. So, jetzt wechsle ich nochmal ein. Carvalho, der da muss halt heute mal jetzt Rechtsverteidiger spielen, ist aber nicht tragisch. Gleich wird hier ausgewechselt. Ich hoffe, Liedes geht vom Platz. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Oh, Abraham. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Macht das nochmal. Jo, und das 04. Nächste Tor, das ist natürlich stark. Wow. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore Vorsprung. Tor Nummer 2 für ihn in dieser Saison. Wie gesagt, wir haben Alternativen für den 2. Also wie gesagt, ich denke mal, ich bin relativ gut gerüstet. Vielleicht brauchen wir nochmal einen neuen Innenverteidiger. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Ja, der marschiert einfach durch, da greift niemand an. Mann vorbei. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Schön vorbei am Keeper. Das sah alles einfach leider gar nicht so aus. Mein verdient ist es. Wir haben halt einfach mehr, viel mehr vom Spiel gehabt. Aber... klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Wir hören Ende. Den Schlusspfiff. Yes. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie gemacht haben. 4-1, Rückspiel 4-0. Überzeugend. Und es ist mehr als, wie gesagt, hochverdient. Ich glaube, so wirklich große Chancen haben sie nicht. Überhaupt nichts Zwingendes dabei. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Macht das Tor, darf sich am Ende auch über den Sieg freuen. Ich glaube, das ist wirklich ein gelungener Auftritt. Und man merkt das auch, wie groß hier die Freude ist. Ja, wie soll alles in der zweiten Halbzeit passieren, ne? Direkt nach der Pause mit Young. Und dann passte das. So, ja, hochverdient, wie gesagt. Wir brauchen da gar nicht drüber zu diskutieren. Ich meine, vom Ballbesitz her ist Wolfsburg vorne, aber mehr auch nicht. Wir haben 12-3 Torschüsse. Von daher, wenn unsere 2-3 nicht so überhastet gewesen, aber wie gesagt, 2 blitzsaubere Konter nach dem Freistoß gemacht. Und dann passt das auch. So, nächster Gegner ist die Eintracht aus Frankfurt. Wir sind weiterhin 7 Punkte vorne. 7 Punkte? Oh, die beiden Spiele unentschieden gespielt. Also wir haben jetzt, wenn wir Glück haben, könnten wir jetzt tatsächlich an Spieltag 32, also 6 Siege brauchen wir noch, dann sind wir Meister. Na gut, gucken wir mal. Den ersten wollen wir dann schon im nächsten Spiel einfahren. Dann wäre nämlich, der, wie gesagt, dann ist Frankfurt der Gegner. Und ja, mal schauen. Wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.